Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect TDFLP, hier euer Ding am Start. Ich war ja lange nicht da, das hatte den Grund, dass ich zu Hause war viel und dann ist noch mein Nachbar umgezogen, der alte Judaskopf. Der hat mich einfach verraten, ist mit seiner Freundin zusammengezogen. Ja, der alte Kaffee. Und da muss ich ihm beim Umzug natürlich helfen. Und deswegen kam so lange nichts. Und jetzt bin ich wieder voll am Start. Und keine Ahnung, ich glaube, ich habe 2 Wochen lang nicht mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich glaube, erstmal verteilen wir ein paar Skillpunkte in Kampfpanzerung. Aber niemals den letzten. Niemals. Weil dann sind wir zu overpowered und dann macht das Spiel keinen Spaß mehr. Natürlich ein Scherz. Ein dicker Punkt erstmal rein. Und es ist eigentlich auch cool. Ja, komm, mach es, geben wir noch das und dann sind wir echte Gangster. Ach, ich weiß nicht, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Haben wir das eine da geschafft? Machen wir irgendwelche Aufträge? Wir haben hier 2 Aufträge, aber auf die habe ich keinen Bock. Also machen wir einen von den beiden. Wir machen den. Die Röhre finden. Das hört sich doch interessant an. Sie müssen die Welten... Was? Pheros, Neveria, das erkunden um Hinweise auf die Röhre, bevor sie Saren finden. Was? Saren ist so der Endgegner. Wir können doch jetzt nicht schon gegen Saren Mamvaren kämpfen. Okay, machen wir erstmal. Was ist hier? Ich will das nicht alles erkunden. Das ist doch voll zeitaufwendig. Wir gehen dahin. Begeben Sie sich nach Virmire, um das salarianische Team zu treffen. Wo ist das? Dieses Virmire. Wo ist... Alter, müssen wir das... Okay, wir suchen jetzt Virmire in der ganzen Galaxiekarte. In Pfsterum, da waren wir. Das war doch dieses... Ah. Ich glaube, ich habe gerade meinen Fuß gebrochen. Aber egal. Das ist Spa. Ah, da oben. Oh mein Gott, wie geil. Gleich gefunden. Ja, in das System reisen. Like a boss. Like a fucking boss. Reisen wir in das System. Oh, ich bin so fertig von diesen 2 Tagen, Leute. Also, ganz ehrlich. So ein Umzug ist richtig scheiße. Vor allem wenn man nur zu zweit ist oder zu dritt. Und dann hat man da auch noch Frauen dabei, die einfach nur da rumstehen und nichts machen. Wenn man sagt, mach mal was, dann sind sie eingeschnappt. Dann sind sie auf einmal traurig und machen noch weniger als vorhin. Puh! Oh mein Gott, wann haben wir die denn dazu? Ach, wir haben die gerettet, die Alter, ne? Die ist ganz viel blau. Ist das gut oder schlecht? Egal, wir nehmen einfach unseren übergeilen Tank, der super mighty ist. Und wir nehmen den, der so fucking useless ist einfach. Der immer stirbt. Garrus. Der ist so fucking useless einfach. Ich bekomme ein Signal herein. Das muss das Salarianische Schiff sein. Das sind gewaltige Verteidigungstürme. Setzen Sie den Marco ab. Wir gehen rein und holen Sie raus. Ich werde versuchen, Sie unterhalb des Radarbereichs reinzubringen, Commander. Also die Gegend sieht ja schon mal ganz cool aus. Saubere Landung, Commander. Bleiben Sie außer Reichweite und fahren Sie mit Ausweichmanövern fort, bis ich die Flugabwehrtürme ausgeschaltet habe. Danke, aber ich kenne den Ablauf. Wir treffen uns am Camp, sobald die Türme offline sind. Ja, da muss ich einfach nur... Muss ich die töten? Nein, die sind einfach geplatzt. Vielleicht sind die auch friedlich. Vielleicht gehören die ja zu mir. Die gehören zu mir. Wie der Name an der Tür.
Ups. Das war aber aus Versehen. Ups. Na, 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 na. So, die Gegend sieht schon mal nice aus. Und Raketenbonus. Nicht gut, nicht gut, nicht gut ausweichen. Ja, man. Was ist das? Das ist keine Raketenbonus. Das ist irgendein anderer Pisser. Wieso lebt der noch? Ah, oh, herrlich wieder mit dem Playmobil rumzufahren. So. Unterlassen Sie das? Unterlassen Sie jeglichen Gewaltakt gegen den Spectre. Get wrecked! Nein, steck fest in dem Pixel. Pixel töten. Können töten. Müssen nicht, aber. Was ist das Scheiße, so zu fahren? Oh, dieses Mobil ist so overpowered. Boah, wir wurden getroffen, wir wurden getroffen. Hab ich einfach mitgenommen. Okay. Stirbt er nicht? Na also. Wo sind denn die anderen? Boah. Habe ich da jetzt gerade durchgeschossen durch dieses Ding? Immer alles kaputt machen, wenn es geht. Hallo, lass mein scheiß Auto in Ruhe, Mann! Ich habe vergessen, wo man sein Auto repariert. Das ist richtig scheiße. Hallo. Wo sind wir denn hier? Was soll das denn? Was soll das denn? Ich muss reparieren. Wo ging das? F, E, R, T, Q. Nein, kurz aussteigen. Was reicht mir denn das scheiß Auto nochmal? Egal. Brauchen sowas nicht. Brauchen nicht die Autos reparieren, aber eigentlich doch. Das müsste ich verstehen. Jetzt sind wir angeschossen. Fuck. Ja, wir sterben noch. Ich bin noch so müde. Da, 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 da. Muss ich da oben vielleicht mal hoch? Da oben gibt es bestimmt irgendwas zum Abgreifen. Aber ich habe keine Lust da hoch zu. Oh, Blitze. Boah, das ist so dicker. Alter, habt ihr das gerade gesehen? Ich bin da genau reingezwiebelt. Ey, noch ein Schuss und ich bin down, Bros. Boah, der war knapp. Wie repariert man denn das Scheißauto, Mann? Kein Plan. Das war vielleicht nicht so schlau. Mann, schon Rakete. Nein, ich hab daneben geschossen. Get wrecked, Motherfucker. Boah, jetzt bin ich down. Raus, raus, raus! Wie kann ich den jetzt reparieren, den Idiot? Ah, hier ist repariert, ja.
Ich weiß nicht, was ich gedrückt habe. Aber er repariert. Good fucking job. Ach, wo müssen wir hin? Wir können da, da vorne ist gar nichts. Da vorne gibt es bestimmt irgendwas zum Abgreifen. Wollen wir davon was abgreifen? Nein! Wollen wir dich. Wir sind so gut equipped. Wir sind so almighty. Aha. Not going to happen. Du musst doch irgendwo diese Türme sein, oder nicht? Diese Abwehrtürme. Never mind. Ach nee. Boah, die Gegner sind jetzt hier aber nicht so challenging. Ah, ich werde trotzdem getroffen. Of course. Of course. Warte, war das gerade ein Laser? Ah, das ist schon wieder ein Laser. Get tracked, Motherfucker. Get tracked! Oh, nein. Nein, 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 nein. Das ist auch so ein scheiß Koloss, Mann. Noch ein Hit und wir sind down, ne? Okay, wir sind so gut. Da ist unser Ziel, Commander. Ich repariere nochmal. Auf F geht das, aber ich habe vorhin auch F gedrückt und das ging nicht. Bestimmt muss unser Auto super down sein. Down, down, the river. Down, 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 down. Nee. So. Okay, los geht's. Dun, dun, dun. Es muss einen Weg geben, das Geschütz auszuschalten. Ach was. That's wrecked! Okay, okay, okay. So interessant. Ich brauche neue Munition. Ich habe aus Versehen meine mal wieder verkauft. Nein, das ist keine Munition, aber wir nehmen es mal mit. Ich brauche Munition, damit ich mehr Damage mache. Oh, Munition. Alter, das ist so warm, ne? Ja, ja, lass mal offen an den Shit. Pam, 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 pam. Toll. So, aktivieren. Aktivieren. Ich sehe, dass die Haupteinheit offline ist, Commander. Nähern uns jetzt der Salarianer-Basis an. Out. Wir warten auf Ihren Befehl, Commander Shepard. Okay. Das ist gut. Immer auf meinen Befehl hören. Das ist well done. Sehe ich, können wir da nicht runterspringen. So, mein Gott, ich dachte, es kommt irgendein Monster. Nein, 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 nein. Oh, my brother.
Vielleicht müssen wir wieder dahin. Ja, steig aus. Meine Fresse. Das dauert hier wieder. Alter, geh hier wieder die Party ab. Das gefällt mir euch sowas. Sowas ist immer nice. Nice, nice, nice. Und wieder keine Munition. Da, da, da. Waffen spinnt, Fertigkeit zu niedrig. Kann meine Fertigkeit zu niedrig sein. Warum? I don't understand. Das war's. Jetzt steht nichts mehr zwischen uns und dem salarianischen Camp. Okay. Erstmal eine Granate werfen. Warte, man kann nicht manuell aktivieren? Schön! Dass ich das jetzt auch herausgefunden habe. Dass man nicht warten muss, sondern dass man die manuell aktivieren kann. Schön! Super nice. Oh my brother. Komm, wir fahren noch zum Camp. Camp. Camp, wo bist du? Aquaplaning. Null. Wir haben null Aquaplaning. Unser Profile ist so nice. Guckt es euch an. Oh, die Achsen bestimmt. Die Achsen sind auch richtig. Bestimmt von Daimler, ey. Bestimmt. Pappel hat die bestimmt geschweißt. Commander. Die Normandy ist an der Basis gelandet. Well done. Es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Okay. Der salarianische Captain kann alles erklären, wenn sie hier sind. Was? Wir sitzen da fest und der Captain kann... Achso. Ah, der hat die Antwort auf alles. Da ist das Captain. Wir sind da, Bitches. Oh mein Gott, wir kriegen so eine Cutscene. Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. What's up, bitches? Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, 3. Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von Ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Wir sind die Gefahrenzone. Einfach großartig. Und jetzt? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Genau. Wir konnten ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Geld. Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Was ist so wichtig daran, diesen Genophage zu heilen? Er war die Lösung des Kroganer-Problems. Nach den Aufständen brachten wir den Genophage mit der Kroganer-Population in Berührung, um ihre Anzahl zu kontrollieren. Ohne ihn würden die Kroganer in Windeseile die gesamte Galaxis überschwemmen und diese Kroganer folgen Saren. Die Geths sind schlimm genug, aber eine kroganische Armee. Damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen.
Gib ihm eine. Wir sind kein Fehler. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Machen Sie sich keine Sorgen, Captain. Ich mache mir Sorgen. Das ist der Grund, warum ich noch lebe. Warum reden Sie nicht mit dem Kroganer? Meine Männer und ich brauchen etwas Zeit, um einen neuen Angriffsplan auszuarbeiten. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja. Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Rex? Wer ist Rex? Hat Spaß. Lassen wir ihn einfach in Ruhe. Er wird drüber hinwegkommen. Wie Sie meinen. Okay, Leute. Im Auge behalten, das war jetzt die... Ich weiß nicht. War es die 40., die 39. Folge? Irgendwie sowas. Hier wird noch scharf geschossen. Aber ist auch Machado. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder, wenn wir... Ich weiß nicht, was wir da... Wir müssen mal mit den Leuten da reden und so. Vielleicht können wir da irgendwo reinkommen. Müssen mal gucken. Wir gucken mal jetzt, was unser Ziel ist. Ich muss mit Drake sprechen. Okay, gut. Dann reden wir das nächste Mal mit dem Spast, mit dem, der da so ausrastet. Und dann gucken wir mal, wie die Story weitergeht. Auf jeden Fall, meine übergeilen Pelikane, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, ihr seid übel geil.